mir gerade voll die Gänsehaut. Ja, so heftig habe ich mir das hier doch nicht vorgestellt alles. Gerade eine kleine Rast gemacht, was gegessen, was getrunken, Wasser aufgefüllt. Jetzt haben wir noch so circa 4 Stunden zu marschieren. Entschuldigung. Und wir hoffen, dass wir so gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr die Grenze erreichen und dann da wild campen können. Ja, jetzt geht's hier vorne. Kann man den Weg schön sehen. Da bis da hinten hoch. Richtig geil. Die letzten 500 Meter hoch. Von ganz da unten sind wir heute Morgen losgegangen. Hier ist das letzte Stück Italien und wir gehen jetzt hier den Berg hoch, da oben und dann sind wir in der Schweiz. Da ist es wieder, naja, nicht so unlegal wie hier in Frankreich zu zelten. Und hier wollten wir nicht bleiben, weil hier direkt eine Straße hochführt. Da ist es natürlich schnell passiert, dass hier mal jemand zum Kontrollieren hochkommt. Aber nützt ja nichts. Aber guckt euch das mal an hier. Das Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe schon ein paar krasse Sachen gemacht. Aber das übertrifft alles. Ja, der Ben Pitt ist schon wieder ganz eilig. Der presst schon wieder vor, der ist schon wieder weg. Deshalb, ich packe euch jetzt mal weg. Und dann werde ich mich auch auf die Socken machen. Ich würde sagen, ich hole euch wieder dazu, wenn wir unser Lager aufgebaut haben. Und dann sehen wir mal weiter. Bis gleich. Hallo Leute. Ich lebe wieder. Ja, nach Mordsanstieg sind wir endlich angekommen, haben unsere Klamotten aufgebaut und ist auch schon dunkel gewesen. Ich habe auch nur noch ein Stück Baguette mit Käse essen können. Wir haben uns nichts Warmes mehr gemacht. Und hier ist es auch ganz schön kalt. Deshalb haben wir uns sofort in unsere Schlafsäcke reingelegt. Und jetzt werden wir schlafen. Das war heute ein anstrengender Tag. Wir haben 25 Kilometer gemacht. Und sind ungefähr 10,5 Stunden bis 11 Stunden unterwegs gewesen. Ja. So. Ich sage jetzt gute Nacht, bis morgen. Das war Tag 5 von unserer Tour um Le Mont Blanc. Gute Nacht. Musik.
Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt 7:30. Wir sind wieder back on the trail. Jetzt geht's erstmal nur bergab ein paar Kilometer. Und heute beginnt Tag 6 auf der Tour de Mont Blanc. Ja, das war sehr schön, in den Bergen aufzuwachen, aus dem Zelt zu gucken und direkt die Berge zu sehen. Richtig, richtig geil. Ja, ich zeige euch mal den Weg. Hier geht es jetzt runter. Marschparade! Zeigt her, eure Ärsche-Babys! Jawohl, reiht euch auf! Ganz ruhig, ganz ruhig! Aber nicht auf dem TNB kacken hier! Die ausgebüxt? Ach, hier ist noch einer! Morgen! Keine Angst, ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig! Aber ein bisschen weg wäre schon cool! Ja! Ja, wir sind jetzt hier in La Fouli und schauen mal, ob wir hier einen Supermarkt finden, dass wir unsere Vorräte ein bisschen aufstocken können. Der erste Abstieg ist geschafft. Wir haben jetzt gerade 10:05 und haben schon über 10 Kilometer gelaufen. Das klappt heute richtig gut. Und hier ist auch schon der Supermarkt, den wir jetzt ansteuern werden, um unsere Vorräte aufzufüllen. Heute geht es 20 Kilometer im Abstieg und dann letztendlich noch mal 5 Kilometer Aufstieg und dann sind wir schon da. Also nach unseren Berechnungen müssten wir so zwischen 15 und 16 Uhr heute die 25 Kilometer abgerissen haben und können uns dann einen schönen chilligen Nachmittag auf dem Campingplatz machen, was auch mal ganz schön ist. Ich würde gerne mal irgendwo mein Kadaver in so ein schönes kühles Wasser schmeißen, duschen, schön was essen. Oh, jetzt kommt hier ein kleines Angststück für Ben Pitt. Am Arsch, kann ich da rumgehen? Komm, ich filme dich, wie mutig du bist. Ich da runterrolle oder was? Das schaffst du, ist so nichts. Das ist was für mich, ey. Ja, ich muss das ja filmen dabei. Das heißt, ich filme dich. Wir filmen uns gegenseitig. Ich will da erstmal rum. Ich habe jetzt kein Dienst zu filmen. Bernd hat so ein bisschen Höhenangst. Naja, ich folge ihm mal langsam. Außerdem ist ja noch eine Kette zum Festhalten, ist so nichts. Naja, weiß nicht. Jetzt kommt einer von diesen Sachen. Der Stift geht. Zieht den richtig runter. Ach, da brauchst du dir irgendwas festzuhalten. Da gehe ich mit Augen zu. War doch halb so wild, oder? War jetzt tatsächlich halb so wild.
aber... Ja, wenn man Höhenangst hat, muss man sich trotzdem überwinden. Das ist halt noch was anderes. Ich glaube nicht, dass der Kanalinhaber da auch so einfach hergegangen wäre. Der hätte sich auch vorher Gedanken gemacht. Will ich das? Mache ich das? Habe ich Bock da drauf? Lasse ich das lieber? Setze ich mich gleich hin und heul? Oder so eine Sachen halt, ne? Wie das so ist, wenn man Höhenangst hat. Ja, das kann man auch nachvollziehen, wenn du das hast, ne? Ja, ja, genau. Was lachst du da drüber? Ja. Ja, ich lach da nicht drüber, ich kann das schon verstehen, nur ich habe diese Höhenangst halt nicht. Aber ist ja gut, dass du dich überwunden hast. Ohne zu heulen wie ein Mädchen. Ja, voll leise heute Abend. So, nachdem wir jetzt durch so ein paar kleine Dörfer gekommen sind, unten im Tal, befinden wir uns jetzt auf dem letzten Anstieg, der so circa 5 Kilometer ist. Und der ist echt, also der Anstieg geht bis jetzt noch, aber die Temperaturen und die Sonne, die gnadenlos runterbrennt, die macht einen ganz schön fertig. Aber jetzt sehe ich schon, da oben geht der Bernd Pitt, ich weiß nicht, ob wir ihn sehen können. Jetzt muss ich das Lader wegpacken, weil ich die Stöcke und meine ganze Kraft für den Anstieg brauche. Wir sehen uns, wenn ich oben bin. Ja, jetzt das Essen fertig. Jetzt wird schnell gegessen und dann gibt es gleich noch ein lecker Kardinal. Kenne ich noch von früher aus meinen Snowboard-Zeiten, als wir immer in der Schweiz rumgefahren sind. Ist ein leckeres Bier, kann man gut trinken. Ich liege jetzt in meinem Schlafsack. Da bin ich auch ganz froh drum, meine Füße tun weh, meine Beine sind voll. Wie Pudding. Ich bin vollgefressen, ein Bier getrunken, geduscht, eigentlich voll zufrieden. Ja, heute war mal ein cooler Tag. 27 Kilometer sind wir gelaufen, 20 im Abstieg, was sich erstmal nicht so schlimm anhört, aber die Abstiege hier, die gehen in die Oberschenkel. Und danach hatten wir noch mal 7 Kilometer heftigsten Aufstieg und der hat uns noch mal richtig geplättet. Deshalb, der Bernd hat sich in sein Zelt verzogen, ich liege im Schlafsack. Wir haben jetzt gleich 20 vor 9. Es ist Zeit, die Augen zuzumachen. Morgen um 6 Uhr geht der Wecker und dann geht's weiter. Bleibt dabei. Gute Nacht.